praktisch alles miteinander verbinden. Sieht aus wie ein sehr großes Tor. Aber okay. Mal forsche ich jetzt noch Überfall. Was auch immer das ist. Maschinengewehr? Raketenabschuss? Was? Das verwirrt mich jetzt irgendwie. Bin mir nicht ganz sicher, was das Spiel mir damit kommunizieren will. Das sieht hier aus wie eine Atombombe. Gibt's hier noch, es gibt hier keine Atombomben, oder? Nee. Es gibt hier keine Atombomben. Oder? Vielleicht hier doch? So, Labor voll aufgerüstet, passt. Gut, das ist nicht. Was kann ich denn jetzt alles bauen? Kraftwerk. Also ist Verbesserung 2. Gestellte Waffe, das habe ich hier schon. Nanobots MK3. Reaktion plus 3. Ist Kartenmunition? Was macht die denn? Schaden plus 1, kritische Chance plus 25. Ultrapanzerung, Lebenspunkt plus 4. Aber das wäre natürlich für Artillerie nochmal geil. Was habe ich denn da in der Artillerie aktuell so drin? Regeneration plus 2. Warum ist das denn da? Ach nee, Moment, das habe ich noch übrig. Basisangriffsreichweite plus 1. Plus 2 Schaden plus 1. Die Schaden mehr und Lebenspunkte. Da wird niemand rechnen, dass die Drohnen Atomraketen schießen können. Ja, das wär's so. So, oh, das ist immer komplett scheiße. Und dann brüstest du voll auf und dann ist halt Schicht im Schacht. Was kostet hier das Upgrade? 800. Muss ich auch noch kaufen. Ja, das ist hier ein Maschinengewehr, dann steht da was von Raketenabschuss und das sieht aus wie eine Atomexplosion. Ich bin etwas verwirrt, was mir das Spiel sagen will. Sehr merkwürdig. Ich glaube aber nicht, dass das Atomraketen sind. Ich meine, es gäbe irgendwie. Raketenabschluss, Schaden 3, Distanz 2, Abklingen 3. Okay, das ist keine Atomraketen, glaube ich. Oder auch immer das Maschinengewehr nennt. Sich dann so nennt. Ich verstehe es nicht so ganz. Vielleicht ist es ein Maschinengewehr, das Atomraketen abschießt. Das klingt jetzt wie Command & Conquer mit Indie-Spielereien. So. Können wir da gucken, ob es wirklich nichts macht. Ne? Ich glaube nicht, dass das was ändert. Maximales Verbesserungslevel. So, Hubschrauber. Benutze ich so gut wie nie, aber hey. Nö, ist immer noch alles ruhig. Ist immer noch alles angenehm ruhig. Sehr schön. Kriege ich schon so das 5. Was ist denn Pop-Up-Angriff? Keine Sichtlinie erforderlich. Ui. Und da ist auch nichts. Aber ich sehe den Planeten, der da unten ist. Von da sehe ich den Planeten nicht. Aber vom Mond sehe ich auch den Planeten, okay. Das ist ein eigenständiger Planet. Nun ja, der einzige Mond von. Oh Moment, ich muss kurz. Habe ich das schon mal vorgelesen? Ich glaube nicht. Powerangriff, jawohl. Skyfia, die Hauptkolonie des Systems. Der Planet wurde in den vergangenen Jahren erfolgreich mit Terraform umgebaut. Er hat derzeit etwa 150.000 Einwohner. Hubschrauber wirst du brauchen.
Warum? Warum würde ich die brauchen? Weißt du was, das ich nicht weiß? Das sind die 4 Sterne, der Hauptstein dieses Systems. Langstreckenrakete? Langstreckenrakete, okay. Der einzige Mond ist ein Skyfire. Es lebt und hat nicht den Hauch einer Atmosphäre. Da sind Helikopter und Drohnen hier völlig nutzlos. So, und du warst Kalia, ein Planet roter Steine, Sandmeer und wertvolle Mineralien. Aber Vorsicht, in der Atmosphäre des Planeten kann man nicht atmen. Ach, atmen. Dieser Luxus, den die hier haben wollen. Zu dem Modulplatz. Hey. Ich brauche mehr zum. Ich brauche mehr Geld vor allem. Ich würde auch gerne noch den Schacht bis nach unten da erhöhen. Einfach um das Archiv mit noch mitzunehmen. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringen soll, aber hey. 100% der Archivmenz, Jungs. Angriff plus 1. Das ist das letzte noch Reichweite plus 1. Ja, geil. Weil zwei der Archive ins Geheim sind. Ich könnte mir vorstellen, dass eins noch irgendwie ist. Du hast das Spiel durchgespielt oder so und hast Operation Pferd geschafft und das ist, um es nicht zu verraten, halt nicht sagen, dass das so ist. Deswegen, dass ich im Geheim ist, aber das zweite, keine Ahnung. Habe nur Cheap Cheeps und gewinne die letzte Mission. Gewinne die Kampagne ohne irgendwas aufzurüsten. Reichweite plus 1. Hier haben wir noch Regeneration plus 2. Klar, nehmen wir mit. Ich weiß nicht. Hauptsache du benutzt Hubschrauber und Krabbenpanzer. Warum? Bist du sicher, dass du nichts weißt? Das klingt so, oh, das. Das wüsstest du was? Uiuiui. Na komm schon. Bisschen schneller. Lebenspunkt plus 1. Unterstützung Helikopter. Benutze ich so oft. Gleich mal erforschen. Er kostet nur 100 und in der Zeit kann ich mehr Geld verdienen. Das andere Archiv ist. Spiele eine Kampagne ohne eine Einheit zu verlieren. Ja. Das halte ich für unwahrscheinlich, dass du das schaffst. Also ich weiß, gut, ich weiß nicht, wie leicht leicht ist, aber auch schwer, nee. Also ja gut, theoretisch, ich weiß nicht, ob das möglich ist, komplett ohne Einheit zu verlieren. Ich meine, die, ja, schwierig. Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber. Scheint mir jetzt irgendwie unwahrscheinlich. Oder welches noch ein Archiv und alles zu erforschen? Mal gucken. Bewegung plus 1. Für eine Einheit, die ich irgendwie nie wirklich benutze. Solide. In AP, in also Aktionspunkt, legen Sie, um zum Hangar zu gehen. Nee. Kein Hangar jetzt. Kein Hangar Games. Ja, ich sollte immer wieder eine Mission spielen. Ich werde abgelenkt. Kann ich nicht weiter aufrüsten, aber ich zu dem Modulplatz. Problem ist halt auch, wenn ich da irgendwas anklicke. Das nein. Oder die Zeit auch weiterzulaufen, das ist halt Kacke. Sonst könnte ich mir. Oder kann man das abstellen? Nein. Nein. Einfach nein. Gut. Gut. Dann kann ich nicht schon mal meine Einheiten so ein bisschen zusammenstellen. Wäre ja auch langweilig.
Man möchte die Forschung noch genießen. Überfall, klar. Ich weiß immer noch nicht, was es ist, aber hey. Weiß ich, kriege ich eigentlich die Archive mit, für leicht und mittel auch, wenn ich es auch schwer durchspiele? Hm. Oder muss ich dafür dann nochmal die Schwierigkeitsgrad auf mittel ändern und auf leicht die letzte Mission nochmal spielen? Oder die ganze Kampagne nochmal, das wäre echt scheiße. Teuer, so teuer, so teuer, perfekt, Abwehr, ja komm. Was will denn mein Smartphone jetzt von mir? Ach so, nichts Interessantes. Wie immer. Möchten Sie den Stream auf YouTube starten, was? Was machen überhaupt diese Drohnen? Lebenspunkt plus 1. Jagdmine, das sind keine Drohnen. Sieht auch so ein bisschen wie aus Command & Conquer geklaut aus. Wie hießen die da? Terror-Drohnen? Also Alarmstufe 2. Die überall Waldmanöver gibt, der Wahnsinn. Wie hießen die Viecher? Die waren auch so ein bisschen diskutabel scheiße. Die waren irgendwie nur dann gut, wenn der Feind sie hatte. Ich muss aber nicht mal Command & Conquer spielen. Das ist so. So viel zu tun. Keine Zeit. Zahlt mir mal jeden Monat 3000 Euro, damit ich nur noch Let's Plays machen kann. Nur den Modulplatz, klar. Zahlt mir nicht so geizig, ihr habt's doch dicke. Weiß ich doch. Ja, Oster. Ist schon Sonder, ne? Oster Sonder hier rumsitzen kann, der hat dicke Geld. So, Angriff plus 1. Ist dann noch so Inflation, Modulplatz, Lebenspunkte, Bewegungs 1. Das will ja schon 3000 haben. Ja. Die Inflation hört nicht auf. Die stetig steigt sie an. Geld ist halt einfach nichts mehr wert. Das muss ich halt verrechnen. Das ist. Und wie ich mich verrechne, du. Das ist der Wahnsinn. Inflation. Besser du fängst jetzt an zu überweisen, beim nächsten Mal sind es dann 4000, ja? Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Also die neuen Steuern, die werden auch immer höher. Spitzensteuersatz jetzt schon bei 218%. Man muss dann auch mitdenken. Ich muss mal so ein bisschen anders hinsetzen. Das wird gerade so ein bisschen unbequem. Aber wenigstens tun mir meine Füße nicht mehr weh. So wie am Donnerstag. Neue Schuhe einlaufen ist scheiße. Jetzt soll ich einfach mal aufstehen und im Stehen Let's Playen. Einfach mal ein stehendes Let's Play. Endlich steht bei mir mal was ist. So. Mal ein bisschen anders hinsetzen. Das geht so ja nicht. Vor meinem Arschback noch abfallen. Das wollen wir ja nicht. So. Bewegung plus 1, klar. Wie kann ich von dem Geld überhaupt haben? Gibt es da ein Limit oder nicht? Sieht nicht so aus. Bei den anderen habe ich nämlich so Färbung und da nämlich gar nicht. Ja, es gibt ein Archiv für 5000. Das heißt, bei 4999 ist Schluss.
ne? Ich könnte was anderes spielen währenddessen. Einfach mal noch eine Runde Solitär nebenbei. Nein. Voll aufgerüstet, okay. Dann rüsten wir mal den Scheiß noch auf. Und dann muss ich noch die guten Sachen aufrüsten. Aufrüsten. Wollte ich total aufrüsten. Da ist eine Tür nach draußen. Ja, da ist dann verschlossen, okay. Unter der Erde ist eine Tür nach draußen. Auch schön. Ist die auch hier links? Ja, da kann man den Himmel noch sehen. Auch wenn das irgendwie auch nicht mehr sein sollte. Du kannst hier nach draußen gehen, was? Okay. Die nutzen wohl die neuesten Erkenntnisse der Wurmloch-Technologie oder sowas. Okay, so. Ach so. Reparatur plus 1, klar. Hey, ich kann bald. Ich kann jetzt schon. Wir wollen die Basis ja auch voll ausbauen, ne? So viel Zeit muss schon noch sein. Nicht nur die Forschung muss auf Maximum getrieben werden, auch der Basisausbau. Basenausbau. Ich habe so viele Basen. Eine. Haben die, wie hieß sie wieder? Transparente Erde. Das Glas in der Erde. Die Adreides in Schlacht um Dune nicht dasselbe Logo? Ne, ich glaube, wir hatten nämlich auch irgendwie so einen Adler. Ich meine, da wäre sowas gewesen. Das habe ich auch nicht. Müsste ich auch mal das spielen. Ich weiß gar nicht, läuft das unter Wein? Könnte. Angriff plus 1. Ja, warte. Gilt das auch für eine Rakete oder nur für einen regulären Angriff? Interessante Fragen. Wahrscheinlich nur für einen regulären Angriff. Vermutlich leider ja. Leider vermutlich ja. Dune 2. Nee, ich meine. Schlacht um Dune. Imperator. Ich spreche das immer falsch aus, das Wort. Imperator Schlacht um Dune. Nochmal 3 Lebenspunkte. Nehme ich doch mit. Die nehmen wir mit. So, dieser quasi Nachfolger, Remake, bin mir nicht sicher. Ich glaube, es soll ein Nachfolger von Dune 2 sein und ich weiß nicht genau. Du meinst Dune 2? Nein? Soll ich jetzt Dune 2 spielen oder was? Das heißt sie gerne, was? Ich warte plus 1, habe ich dich noch nicht? Offensichtlich noch nicht. Ja, das Geld auch schon wieder auf, also da zu sein. Ich hasse es, wenn Geld aufhört, da zu sein. Das ist wie das eine Mal, als ich kein Geld hatte in dem Strategiespiel. Zum Beispiel gestern.
mir so langsam die Sachen aus, die ich aufrüsten kann. Nehmen Sie nur das 2. Dune 2, das Original, war schon so ein bisschen nervig. Habe ich deswegen auch wahrscheinlich nie durchgespielt. Irgendwann muss ich mal so eine Challenge machen und das durchspielen. Wird bestimmt großartig. Jede Einheit einzeln irgendwo hinschicken. Konterangriff, ja, aber hallo. Das ist natürlich. Nummern konnte man den glaube ich auch noch nicht zuweisen. Das war richtig schön scheiße.